Ja, hallo und willkommen zum zweiten Tag des Play Festivals live hier aus dem Jupiter. Man könnte es ja auch Juhu-Peter nennen. Oh Gott. Okay, gut. Ja. Man sieht, dass wir hier schon den Tag verbracht haben. Ein paar mehr. Was machen wir heute? Wir haben was Verrücktes vorbereitet, genau. Wir haben die Most Dramatic Spoiler Show mitgebracht und das ist eine sehr dramatische Show. Wir wollen nämlich über Spoiler reden. Man kennt das vielleicht, wenn man Serien schaut, das schaut man oft gemeinsam. Warum? Weil man dann auf dem gleichen Stand ist und direkt darüber ganz viel reden kann. Und wenn man das halt nicht tut, dann muss man ständig fragen, wie weit bist du gerade, wo stehst du? Wie viel willst du wissen? Vielleicht rutscht trotzdem mal ein Spoiler raus und wir fragen uns, gibt es das Ganze auch für Spiele? Und wir haben ein paar Sachen dafür vorbereitet. Genau, und wir probieren das natürlich direkt live aus, indem wir die ganze Show haufenweise Spoiler raushauen, die euch natürlich jetzt richtig freuen werden. Und dazu haben wir hier in der Mitte dieses wunderschöne Säckchen, versteckt mit den wunderschönsten Spoilern. Das können aus Klassikerspielen bestehen, da können aber auch ganz aktuelle Titel dabei sein. Und natürlich wollen wir auch eure Beteiligung haben, also die Leute, die vor Ort sind und die, die jetzt im Twitch-Chat dabei sind, mit euren dramatischsten Spoiler und Momenten. Und für das Live-Publikum haben wir uns was richtig Schönes überlegt. Ich weiß nicht, ob man das auch sieht, aber wir haben hier vorne einen wunderschönen roten Button. Vielleicht könnt ihr euch denken, was mit diesem roten Button passiert. Sobald wir einen Spoiler ziehen und den Spielenamen nennen, habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr sagt, oh mein Gott, dieses Spiel habe ich mir jetzt vorgenommen seit 20 keine Jahren. Keine Fortnite-Spoiler für mich, keine Fortnite-Spoiler für mich. Wir müssen natürlich da ein bisschen Abschwankungen machen. Spoiler der Sorte von Vader ist Lukes Vater, werden wir jetzt vielleicht trotzdem noch durchwinken. Da hatten wir jetzt so 40 Jahre Zeit in der Popkultur. Aber ganz frische, da wollen wir jetzt natürlich euch noch die Möglichkeit geben. Das heißt, sobald wir den Spielenamen nennen, habt ihr die Möglichkeit, dramatischen Zeitlupe nach vorne zu rennen und es wegzuspoilern. Und wir haben dann die Aufgabe, trotzdem drüber zu reden, ohne den Spoiler zu nutzen. Das heißt, dann wird's richtig interessant, wie wir uns in der Zunge verheddern und versuchen, das zu beschreiben, ohne zu beschreiben, genau was da vor sich geht. Damit ihr euch nicht erschreckt, vielleicht probiert das jemand schon mal aus. Das war ein guter Test. Okay. Das jetzt nochmal. Ja. Oh, das ist noch, das klingt sehr süß. Saft. Ja. Das geht gleich noch ein bisschen saftiger, das kriegen wir hin. Ja, drück nochmal kräftiger. Okay, ich lach. Ja, okay. Sehr gut. Also richtig kräftig drücken, sonst ist es zu leise. Ja, aber ich würde einmal kurz vorab sagen, bevor wir mit dem ersten Spiel-Spoiler... Das ist ein richtiger... Spiel-Spoiler? Spiel-Spoiler. Spoil-Spieler. Genau. Bevor wir damit anfangen, ist natürlich die erste Frage, wie geht's euch eigentlich mit Spoilern? Weil bei mir ist die Sache so, an sich sind mir Spoiler egal, weil die Hälfte der Zeit bin ich einfach nur neugierig, was in irgendeinem Spiel oder in einer Serie oder irgendwas, wo ich eigentlich nicht so wirklich plane, mit in Kontakt zu kommen, was da passiert. Meistens will ich einfach wissen, was ist das Ding, über das alle reden. Ich habe es jetzt aber schon ein paar Mal bei Büchern gehabt, dass ich mich gespoilert habe. Halbes Jahr später bin ich so, jetzt möchte ich dieses Buch lesen. Dann bin ich die ganze Zeit so, ich weiß ja noch, was jetzt hier die Auflösung ist. Das ist bei so Mystery-Büchern ein bisschen schwierig. Bei Spielen vergesse ich das zum Glück immer relativ schnell. Von daher bin ich hier auch optimistisch, dass ich guter Dinge rausgehen werde. Wenn du nach dieser Show alles vergisst, was du hier gehört hast, dann auf jeden Fall. Das heißt, du liest dir dann schön so Wikipedia-Einträge von Spielen durch und Videos. Und die Wikis. Okay. Ich liebe es, Wikis zu lesen. Okay, das kann ich gar nicht, weil das versaut mir so viel. Weil ich bin super schlecht in irgendwie Stories vorherraten. Ich habe immer irgendwie Guesses, die niemals im Spiel vorkommen. Deshalb finde ich es ganz gut, wenn ich mich da überraschen lasse. Aber ich wurde schon sehr böse gespoilert von Menschen, die einfach nicht die Klappe halten können, die wir heute Abend hier auf der Bühne sind. Yippie! Hier ist es der Konzept. Ich muss sagen, irgendwie bei Spielen finde ich Spoiler meistens gar nicht so wahnsinnig schlimm, weil Spiele manchmal so groß sind, dass die Spoiler dann kleiner ausfallen. Und manchmal passiert es, dass dann ein Spoiler da ist, wo ich denke, wow, das ist ein spannender Twist, den würde ich gerne erleben. Und es ist ja nicht immer so, dass dieser Spoiler genauso passiert, sondern vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, da ringsrum zu agieren oder man kann die, weiß ich nicht, 6 Stunden vorher schon anders erleben, weil man weiß, dass irgendwas anderes passiert und dann auf Details achten, auf die man sonst nicht geachtet hätte. Und manchmal kommt so ein Spoiler dann ja auch wirklich aus dem Nichts, wenn es einfach nur so ist, Charakter XY wird sterben, kann man ja nicht immer wissen, wann das passiert. Und manchmal sitze ich dann die ganze Zeit so da und bin so, jetzt wird es passieren, jetzt wird es passieren, jetzt passiert.
irgendwann vergesse ich das dann und dann kommt es trotzdem so aus dem Nichts und dann schockt es mich trotzdem. Das ist vielleicht auch der gleichzeitig gute Übergang. Es wird ja dann oft so behauptet, okay, Spoiler in Videospielen, das ist die Story ja sowieso meistens eher nebensächlich, würde ich jetzt nicht sagen, aber wie würdet ihr das sehen? Ich meine, wenn wir über Spoiler reden, reden wir meistens über Filme und Serien. Also mit großen Serien, die sehr viel Aufmerksamkeit genießen. Ich weiß nicht, wer bei Game of Thrones gespoilert wurde, ich wurde das. Da geht das Ganze noch dramatischer zu. Findet ihr, Spiele können da irgendwie mithalten auf dem Niveau? Also ich glaube, dass bei Serien und bei Büchern vor allem hat man ja einen längeren Vorlauf. Über Wochen hinweg baut sich das ja auf. Es werden ja so kleine Breadcrumbs gestreut, ob es jetzt in die eine Richtung geht oder die andere. Das ist ja immer so eine Sache. Es wird aber, man wird auf, sozusagen, also die Spannung steigt, es gibt wirklich eine ganz breite Diskussion dazu, was könnte jetzt sein, wie hätte das passieren können. Beim Spiel ist es ja so, beim richtig guten Spiel will man ja eigentlich nur eine ganze Woche lang wirklich nur an dem Spiel sitzen und durchspielen und erstmal alles einnehmen und hat meistens ja gar nicht so die Zeit, um sich so tief da einzuarbeiten. Deswegen habe ich schon fast das Gefühl, dass da die Wirkung irgendwie ein bisschen, das ist irgendwie ein bisschen was anderes, weil man halt nicht so diesen langen Vorlauf hat, man hat aber eine deutlich intensivere Auseinandersetzung damit, würde ich sagen. Okay, bei Videospielen? Mhm. Ich glaube, das hat auch mit den Communities selbst zu tun. Also Game of Thrones, das stört dich ja auch nur, wenn du halt Game of Thrones schaust und das schauen halt einfach mal sehr viele Menschen. Und bei Spielen... Aber es spielen ja auch viele Menschen. Ja, schon, aber also es, nicht alle Spiele haben ja überhaupt so einen Moment, wo man sich über einen Spoiler ärgern würde, wenn man das hört. Also das sind dann vielleicht auch Spiele, die in Serien rauskommen. Also ja, es gibt ja ein paar Episodenspiele. Ja, Walking Dead. Ja, richtig. Oder Scarlet Hollow. Genau, aber das sind genau diese Spiele, die auch verschiedene Pfade zulassen. Ja. Von daher, also das sind eher so linear-narrative Spiele wie Last of Us. oder was wir vielleicht heute auch spoilern werden, wer weiß. Genau. Nun gut, bevor wir noch weiter einsteigen, wir haben einen wichtigen Punkt vergessen. Hier ist ja noch ein leerer Stuhl. Und der leere Stuhl ist deswegen da, weil wir haben ein paar Spoiler vorbereitet natürlich. Wir haben ja auch Spoiler drin, von denen wir noch nichts wissen, wo wir mal schauen, was passieren könnte. Aber wer auch immer auf die Bühne kommt und einen Spoiler mit uns teilt oder im Twitch-Chat etwas schreibt, diese Sachen werden wir auch alle vorlesen. Wer sich hier auf die Bühne traut, bekommt noch Freigetränke. Wir werden natürlich hier dramatische Momente durchmachen und wenn ihr euren Schmerz teilen wollt, ist das jetzt die perfekte Gelegenheit. Weil wir werden erstmal den Titel des Spiels nennen, bevor wir hier den Spoiler raushauen werden, dass ihr da gleich noch die Chance habt. Und dann würden wir uns natürlich freuen, wenn wir das mit euch gemeinsam diskutieren. Genau, weil ich würde auch mal davon jetzt mal ausgehen, dass wir gar nicht alle Spiele kennen, die wir hier so zusammenführen. Wir haben ja auch... bin ich das? Man okay. Weiß es nicht. Es ist, bist du da schon wieder? Vielleicht bin ich das wieder, ich weiß es nicht. Matt hat gestern ich habe mich anders hingesetzt gerade. Okay. Nee, genau. Also man kann davon ausgehen, ich habe auf jeden Fall noch nicht alle Spiele dieser Welt gespielt, vor allem ganz viele AAA-Spiele, weil ich keine Konsole habe. Von daher kann ich da auch vielleicht nicht so viel mitreden. Geht vielleicht uns allen so. Das heißt, vielleicht auch, wenn ihr schon ein Spiel hört und dann gleich so sagt, ah, das wird sein, vielleicht könnt ihr dann auch schon auf die Bühne springen und einmal für uns schon mal spoilern vorab. Aber ich würde mal sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen einfach mal mit dem allerersten Spoiler an. Oh ja, also es wird bestimmt Gelegenheit geben, uns euch an uns zu rächen, wenn wir euch hier vorspoilern. Wir sehen hier gerade vorne nichts. Nur für euch als Info. Bin ich jetzt der Erste, der den ersten Spoiler zieht? Du bist unsere Spoilerfee. Okay, während wir gerade den Laptop im Hintergrund starten und ich hier noch ein bisschen Zeit schinde mit dem Herausziehen, ganz dramatisch. Muss mal gucken, dass ich nicht zwei gleichzeitig erwische. Und ich sage mal, es ist direkt zum Anfang ziemlicher Hammer, aber einer, der schon ein bisschen her ist. Man könnte das erlebt haben und weiß wahrscheinlich, wovon ich spreche, wenn ich sage Final Fantasy VII. Wovon werde ich da wohl reden? Was glaubt ihr? Ich glaube, die Chocobos machen irgendetwas richtig Komisches. Das sind natürlich sehr dramatische Sachen, die passieren. Matt, weißt du? War Final Fantasy VII der, der in der Zukunft spielt? Okay, ich sehe, du hast auf jeden Fall sehr viel Ahnung von dem Spiel. Also Zukunft irgendwo, aber Fantasy-Szenario. Wir reden natürlich von Aeris. Und
Ich habe kurz mal gewartet, ob jetzt mit meinem Hall noch ein paar Schmerzensstimmen hier aus der Halle Eris. Hier noch zusammenkommen, genau, und es im Geiste hier irgendwie rumwedelt. Das ist natürlich so der Inbegriff der alten klassischen Videospiel-Spoiler, weil mit Final Fantasy VII wird sehr viel Dramatisches verbunden. Und vor allen Dingen kann ich mich da noch sehr gut dran erinnern, wie Leute auf dem Schulhof genau das angesprochen haben, als das Spiel auskam. Also, für alle, die das nicht mitbekommen haben, und ihr, ich sehe noch keinen Button, der gedrückt wird, das heißt, ihr wisst da alles schon Bescheid, das ist doch ein bisschen her. Aeris ist einer der Nebencharaktere, die schon sehr früh im Spiel vorkommt, die man ganz normal auch spielen kann. Wie sieht der aus? Sie. Generisches Maskulin strikes again. Keine Ahnung. Ja. Genau, und wir relativ die früh Person. Schon vom Spiel in die Szene reinkommen, wo wir ganz dramatisch mit ansehen können, wie Aeris ermordet wird. Von unserem Erzfeind des Spiels, Sephiroth. Das ist eine der dramatischsten Szenen. Ich meine, wenn wir uns das heute so anschauen mit dem heutigen Blick, verschwindet die Dramatik ein bisschen hinter den klobigen Figuren, aber damals war das alles echt. Damals hat sich das für uns wie Hollywood angefühlt und es war sehr viel Schmerz dabei. Ich erinnere mich vor allen Dingen an den O-Ton eines lieben Freundes, der gesagt hat, dass er die ganze Zeit so viel Liebe und Arbeit in diesen Charakter reingebaut hat. Ne? Final Fantasy Rollenspiel, also sehr viel Zeit für Charakterentwicklung. Und dann war sie einfach weg. Und ich finde, das ist auch etwas, was, ich weiß nicht, wie viele Spiele das vorher gemacht haben, dass ein Charakter, den man quasi ganz normal spielt, zu dem man eine Beziehung aufbaut, dann plötzlich cut weg ist. Das ist natürlich nichts Neues im Film- und Seriengewerbe, aber in Videospielen war es das definitiv. Das ist immer kritisch vor allen Dingen. Was ist mit dem Inventar, weißt du das? Mit dem Inventar, das ist vor allen Dingen das Kritische, das ist weg. Ich glaube, das, was sie ausgerüstet hat, ist weg. Aber ich will jetzt nichts Falsches sagen, korrigiert mich da gerne. Oh Gott, das ist so ein Ding, was der Chat vielleicht weiß. Ja, und das macht das Ganze natürlich nochmal eine Stufe dramatischer, weil man da sehr viel Arbeit reingesteckt hat. Aber ich meine das Emotionale, ne? Dass du jetzt direkt an das Inventar naja, denkst. Naja, nee, in Rollenspielen, so viel Liebe dabei. In Rollenspielen, die Leute können immer nicht genügend tragen. Man findet meistens zu viel Krams. Also, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich mache das so. Alle meine Charaktere bekommen eine Aufgabe, was sie zu tragen haben. Der eine hat die ganze Rüstung, da sind die ganzen Scrolls drin, da kommen die ganzen Tränke rein. Und wenn dann eine Figur plötzlich weg ist, sind halt, weiß ich nicht, alle Waffen plötzlich weg oder alle Tränke oder sowas. Ja, die fallen dann ja auf den Boden und dann lootest du sie und dann musst du sie neu verteilen. Also wenn das so geht. Aber das Schlimmste, was noch passieren kann, ist, das Inventar, der Charakter ist plötzlich weg und das Inventar wird aufgeteilt auf alle anderen Charaktere. Alle sind plötzlich überladen und können sich nicht mehr bewegen. Oh wow, das ist ein interessanter Blick auf Nebencharaktere, mit denen man so viel Herz verbindet. Ja. Für dich sind es einfach Packesel. Okay, du hättest dich bei Aeris darüber geärgert, dass deine Items weg wären. Ist auch ein Twist. Was macht man jetzt? Ich glaube nicht, dass es der Twist ist, auf den das Spiel hinaus wollte, aber hey, das ist mal wieder ein wunderbares Beispiel, dass dieser Twist für alle etwas bietet. Also sowohl für die Inventar-Packesel-Fanatiker als auch für die, die da emotional sehr viel mit verbinden. Und ich bin froh, dass wir diesen Hammer-Spoiler direkt am Start hier schon rausgehauen haben und es wurde nicht gebuzzert. Also den kennen wir, ich muss ja auch sagen, ich habe ja gerade am Anfang schon gesagt, dass ich größtenteils wahrscheinlich bei vielen Spielen unwissend bin. Aber ich muss sagen, ich habe selber nie Final Fantasy VII gespielt, aber ich kenne diese Szene. Ich glaube, ich habe schon mehrere so traurige AMVs aus dem Jahr 2008 gesehen, wo sie dann da irgendwie zu My Immortal dann da irgendwie in den Himmel geht oder so. Also das sind auch einfach Bilder, die kennt man. Also selbst wenn ihr die zuschaut, sagt, nee, sagt mir jetzt gar nicht, googelt das einfach mal. Einfach diese, sie sitzt da doch und betet und fliegt dann da so weg, oder? Wisst du, du hast das Spiel nicht gespielt, aber trotzdem die Szene gesehen. Und ich glaub, das sind eindrückliche vielen, Bilder. Vielen Leuten so. Also man muss nicht unbedingt die Spiele oder die Serien, die Filme auch sehen, um da was Dramatisches mit zu verbinden. Und ich glaube, das ist so eins der klassischsten Beispiele. Da werden sich natürlich hier und da jetzt harte Final Fantasy Fans jetzt noch streiten, welcher Spoiler der dramatischere ist. Aber ich würde sagen, da haben wir schon mit einem der besten und gewaltigsten Titel rausgesucht. Ja. Alright. Okay. Das ist eine gute Vorlage. Gibt es denn schon in der Zwischenzeit jemand aus dem Publikum oder auf Twitch, die noch einen Spoiler mit uns teilen wollen? Dann ist das jetzt immer ein guter Moment. Natürlich hier auch die gute Gelegenheit, erstmal das Spiel zu nennen, auch wenn wir den Twitch-Stream jetzt nicht so buzzern können. Vielleicht fällt euch ja noch was weiteres von Final Fantasy ein, wer weiß. Also. Es ist, ja, es bleibt spannend. Aber sonst machen wir erstmal, wir machen einfach mal weiter. Wir fragen nochmal. Aber überlegt euch zwischendrin schon, geht tief in euch. Was ist der krasseste Spoiler, an den ihr denken könnt? Weil ihr werdet nicht nochmal die Option haben, auf einer Show einfach Spoiler zu verraten. Im Internet Informationen zu verbreiten. So viele Leute bei euren Schmerz zuschauen, wann hat man schon mal die Gelegenheit? Oh Gott, das ziehe ich hier. Gut.
bin mal gespannt. Matt hatte vorher Angst, dass er die Spiele alle nicht kennt. Ja, aber das stimmt. Ja. Also Fire Emblem Three Houses. Okay. Also Fire Emblem. Zucken. Also ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das das richtige Spiel ist. Fire Emblem ist schon dieses. Versuch's mal zu beschreiben. Ich bin mal gespannt, was du jetzt zu dem Spiel sagst. Ja. Vielleicht verwechsel ich das auch komplett. Fire Emblem ist dieses Spiel, was ich glaube auf irgendeiner Nintendo-Konsole erschienen ist, auf dem Game Boy Advance oder sowas, so taktisch, wo man Figuren hin und her rückt. Das ist schon nicht falsch. Das ist ein bisschen her mit diesem taktisch und so ein bisschen Nintendo. Mhm. Aber ist das ein taktisches Ding, wo man Figuren hat und man kann, die können miteinander reden und so, aber man kann sie halt auch in so rundenbasierte Kriege reinschicken. Aber was jetzt Three Houses, das keine Ahnung, der dritte Teil korrekt, oder so? Ne? Ist das so? Genau, das ist halt nicht Game Boy. Nicht der dritte Teil, aber der vorletzte Teil der Reihe. Also jetzt und der wievielte ist das denn? Draußen. Und das kann ich dir jetzt wirklich nicht benennen. Da also sind wir jetzt weit so weg von drei? Oder? Wir sind da auf jeden Fall weit weg so aus glaub, der Nintendo Handheld-Zeit. Ich glaube, die Jahrestakt was raus. Ja. Aber was ist denn jetzt der Spoiler? Nun, das sagt mir alles gar nichts, aber dann, ja, wem das was sagt, es tut mir leid. Edelgard ist der Flame Emperor. Wow, das ist natürlich was richtig Nerdiges, wo jetzt die Leute, die nichts mit dem Spiel, wir hören dramatische Stimmen aus dem Hintergrund, nicht viel anfangen können, aber das Ding an Fire Emblem ist ja vor allen Dingen in den vorletzten Teilen, es gibt ja so viele Spiele gerade, die sich durch so Dramen wie Game of Thrones inspirieren lassen. Und das ist quasi so ein bisschen der Bezug bei Three Houses, weil es eben auch diese verschiedenen Häuser gibt und die Intrigen, in die man da so reingespinnt wird. Und hier bei dem die Persiflieren Game of Thrones. Also sagen wir mal inspiriert. So Persiflieren würden die, glaube ich, selbst nicht aus sagen. Aus der Dragon Queen wird die, wird der Flame Emperor die Flame du Emperor. Du siehst es alleine schon an den Begriffen, da ist natürlich eine ganze Menge an Inspiration mit dabei. Aber umso dramatischer wird es ja deshalb, weil eben diese ganze Intrigengeschichte natürlich super funktioniert. Und hier geht es um Charaktere und Betrug, also von denen, von denen man erst geglaubt hätte, dass sie gut wären, die sich dann irgendwie auch dazwischen als gut, böse behaupten. Aber wer ist jetzt Edelgard? Der schickste Wächter von allen. Mm. Der Edelgard. Ach so, ja. Ich würde auch sagen, wenn wir die nicht so gut kennen, die Titel, dann spinnen wir einfach etwas Wunderschönes dabei raus. Das ist es. Wir hatten auch kurzzeitig ja drüber nachgedacht, ob wir auch ein paar Fake-Spoiler hier mit einbeben. Das stimmt, das nächste Mal überlege ich mir einfach was dazu. Das ist viel besser. Deswegen, also ich finde jetzt für alle Spiele, die wir nicht kennen. Ihr werdet es nicht mehr merken. Also dann werden wir einfach quasi fachsimpeln und dann werden wir uns einfach selber den Kontext dieses Spoilers ausdenken. Und auch, das ist auch weiterhin ein Anreiz für so die Hardcore-Fans eines Spiels, nach vorne zu rennen und zu sagen, nein, Edelgard, das ist mein Lieblingscharakter, was macht die hier aus diesem Charakter? Schweinerei. Ich würde sagen, auf der Stufe, um Leute noch wütender zu machen. Du hast ein Spiel? Perfekt, dann komm auf die Bühne. Oh, wir haben einen Bühnengast. Wir brauchen dieses Mikro da hinten, glaube ich. Nicht das. Aber wir kriegen ein anderes Mikro. Hallo, wie geht's dir heute? Man hört dich noch nicht. Man hört dich nicht. Man hört dich noch nicht. Wir können ein bisschen. Nee, guck mal, der Kemal kommt da schon. Der macht das. Wir können ihn nicht buzzern. Nein, doch, das kann hier immer noch gebuzzert. Ach so. Es ist laut genug. Okay, wir haben hier direkt einen Gast auf der Bühne, der nicht zensiert werden darf. Das ist natürlich eine besondere Kraft, die jetzt innerliegt dann. Nee. Das ist der Dauerbuzzer, ist das. Ja, jetzt hört man mich langsam, das ist doch wunderbar. Ja, hallo, mir geht's sehr gut. Danke, dass ich zu euch auf die Bühne darf. Ich habe jetzt nämlich die Zeit genutzt, um darüber nachzudenken, was für ein Spiel könnte mir denn einfallen mit einem Spoiler. Und mir ist dann eines eingefallen, ein Rollenspiel, bei dem ich den Spoiler nicht verstehe, sozusagen, den ich jetzt zu sagen habe. Und zwar, es geht gut los. Ich musste irgendwie an Divinity Original Sin denken. Den zweiten Teil. Also dieses wahnsinnig gute Spiel von Illyrian, genau. Und ich sag's jetzt einfach. Warte, ist der Spoiler, dass die auch Baldur's Gate gemacht haben? Nein. Ja, aber das ist natürlich auch irgendwie ein Spoiler. Ja. Das ist ja auch ziemlich gelungen, kann man sagen. Nee, am Ende, weiß ich noch, steht man dann plötzlich mit seinen ganzen HeldInnen da in der Endsequenz und plötzlich wird alles Mögliche erklärt. Und viele Dinge ergeben plötzlich irgendwie Sinn, dass dann irgendwie da die Götter ein Spiel betreiben und so weiter. Dass der Untote, den man dabei hat, der Fane, eventuell auch irgendwie so eine Art Gott ist und so. Und das war alles so viel Information, dass ich gar nicht mehr genau weiß,
was dieses Spiel mir eigentlich sagen wollte. Als ich dann da mit meinen ganzen Helden war, war es so komplex und ich habe das wirklich durchgesuchtet, kann man sagen. Mir hat das Spiel unheimlichen Spaß gemacht. Es ist ein ganz tolles Rollenspiel. Ich habe es auch nur im Koop gespielt, deswegen für mich nochmal ein ganz besonderes Erlebnis gewesen. Und dann steht man da, alles wird einem erklärt, ja, hier die Götter haben was damit zu tun und Fane ist übrigens auch irgendwie einer und dann hier der in deiner Gruppe, der ist auch noch böse oder so. Und das ist total verwirrend, habe ich so festgestellt für mich. Und das war für mich das möchte ich gerne spoilern, dass am Ende wirklich alles aufgeklärt wird, man es aber nicht versteht. Das heißt, das ist so ein bisschen der Punkt, du wurdest überspoilert. Das war schon wieder ein bisschen zu viel. Das ist vielleicht der Meta-Spoiler. Das ist so ein krasser Spoiler, dass man ihn nicht mehr erzählen kann. Ja. Du wurdest gespoilert, aber du kannst andere Leute nicht spoilern, weil du dich nicht mehr an die Spoiler erinnerst. Also es ist eine vertrackte Situation. Ja. Also ich kann, wie gesagt, auch inhaltlich nicht sagen, was mir da tatsächlich erzählt wurde. Es war zu komplex. Aber ich möchte allen, die Lust haben, gespoilert zu werden, sagen, es ist sehr viel, was da passiert. Genau, ja. Ich finde, dafür hast du dich noch gut zurückgehalten. Hier, darfst du ein Getränk aussuchen? Du hast doch was gewonnen. Du hast doch was gewonnen. Prost. Ja, cool. Vielen Dank. Applaus nochmal. Ihr habt gesehen, so schmerzhaft war das jetzt nicht. Es sind jetzt keine Tränchen geflossen, aber vielleicht kommt das noch, wenn wir jetzt bei dem nächsten Titel benennen. Es ist aber kurz spannend, wollte ich noch sagen, dass man, also das wäre tatsächlich mega smart, einen Spoiler zu machen, der so komplex ist, dass man ihn nicht mehr weitererzählen kann. Stimmt, dass die Leute einen Kopierschutz quasi. Jedes Mal was anderes erzählen, weil einfach so viel dabei ist. Ja. Und ich hatte noch einen anderen Gedanke. Manche Spiele machen ja einfach einen Spoiler am Ende, weil ein Twist erwartet wird. Aber vielleicht ist es nicht der beste Twist. Ah. Fällt euch vielleicht ein Spiel ein, was so auf Biegen und Brechen irgendeinen Twist hinten dran macht, aber der wäre total unnötig gewesen? Ja, das ist natürlich so die Klassiker von, oh mein Gott, Verrat. Verrat, finde ich, ist so ein Thema, was ständig irgendwo vorkommt, wo man schon relativ schnell dachte, ja, okay, das überrascht mich jetzt nicht, weil es halt einfach so offensichtlich ist. Ich muss sagen, es sind die seltenen Spiele, die mich wirklich noch irgendwie ein bisschen überraschen vom Punkto Verrat. Ich weiß nicht, ob das auch in dem Zettel drin sind. Persona 5 ist bei mir einer, wo quasi ein Nebencharakter das schon auch nicht so offensichtlich gemacht hat. Man hätte, wenn man klug mitgedacht hat, was ich natürlich nicht getan habe, hätte man dafür kommen können, darauf kommen können, aber ich habe es nicht. Aber in anderen Spielen ist es wirklich plump. So, das ist jetzt der Charakter mit den Stacheln in der Rüstung. Oh mein Gott, wieso wird der böse? Das hätte ich ja im Leben nicht erwartet. Das finde ich halt so plump. Dann ist es so ein Beispiel von, okay, da musste jetzt noch irgendwas rausgehauen werden, um Drama zu schaffen, wo eigentlich kein Drama mehr ist. Hm. Ich glaube, das, was mir jetzt als allererstes in den Kopf gekommen ist, und ich würde das, ich weiß nicht, ich kann das als Spoiler nicht wirklich ernst nehmen. Ich als unser örtlicher, sehr großer Mass Effect-Fan muss natürlich immer an Mass Effect 3 denken und an das Star Child, also ganz am Ende, wo man am Ende der Trilogie angekommen, Spoiler für Mass Effect 3. Und alle anderen Mass Effects, weil es baut sich ja auf. Ich glaube, es macht keinen Sinn, hier eine Spoilerwarnung auszusprechen für alles, was wir sagen. Naja, aber ich werde jetzt ja den Spoiler aufführen, den ich... Okay, so. Spoiler away. Ich spoiler jetzt away. So, man baut sich ja die ganze Trilogie über auf, man soll die Reaper zerstören. So, und dann taucht man ja am Ende von Mass Effect 3, ist man ja ganz oben auf der Citadel, und dann ist ja auf einmal so ein Hologramm von dem Kind, was man ganz am Anfang von Mass Effect 3 nicht gerettet hat und was ja jetzt immer in den Träumen rumgeistert. Und ich weiß nicht, also dadurch, dass ich weiß, dass halt dieses Spiel nie wirklich fertiggestellt wurde, so wie die Devs sich das gewünscht haben, und ich auch irgendwie den Kontext dieses Star-Childs einfach nicht verstehe. Es ist einfach da und dann sagt es, du hast hier die Wahl, du hast jetzt das ganze Spiel über, die ganzen drei Spiele über hinweg, hieß es immer zerstören, 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 du hast aber die Wahl und es ist eigentlich kein großer finaler Kampf, es ist einfach nur, du schleppst dich wirklich rüber zu so Lichtstrahlen und entscheidest dich dann und dann ist Shepard dann tot oder vielleicht auch nicht. Es ist natürlich für viele ein Spoiler, weil es ist sozusagen das Ende dieser Trilogie und es ist wirklich eine große Entscheidung, die da getroffen wird. Aber es ist so antiklimaktisch, dass ich es auch nicht als Spoiler werten kann. Weil ich finde es auch einfach irgendwie dieses Star-Child komisch, es passt da nicht rein. Und weil es so ganz viele Theorien gibt, sozusagen, was da eigentlich die eigentlich wahre Intention der Devs war, die Indoctrination-Theorie oder was weiß ich, ist das für mich einfach, ist das dann eher der Spoiler von wegen diese ganzen Theorien und das, was hätte sein können, wenn man ein bisschen hinter die Kulissen guckt? Du
Aber das war schon ein sehr dramatisches Beispiel für, schon was ziemlich passiert, wenn so eine lange Reihe halt irgendwie nicht gut aufgelöst wird. Und ich meine, es war ja nicht umsonst sehr viel Aufschrei dabei. Das ist einfach nicht sonderlich gut gelöst, vor allen Dingen, wenn du drei Teile lang dich wirklich an eine Geschichte bindest. Und das ist ja das Interessante, dass dann Leute selbst weitergeschrieben und ihre Fantheorien entwickelt haben, die teilweise deutlich interessanter sind als das, was das Spiel selbst geboten hat. Ich fand das Ende ja nicht schlimm, möchte ich noch einmal kurz anmerken. Also also Mass Effect 3 ist mein Lieblingsteil der Reihe. Ich mochte das Ende in der Hinsicht, dass ich es cool fand, dass es eine sehr geringe Chance gibt, dass Shepard wirklich überlebt. Und dieses Überleben ist auch wirklich nur so ein Atemzug. Und wo man ja immer noch so rätseln muss, okay, überlebt man Shepard oder nicht? Das fand ich halt cool. Das hat mir sehr gefallen. Und ich weiß, für viele Leute, die wollten halt dieses heroische Ende haben. Die wollten halt Shepard wieder zurück auf der Normandy, die alle feiern, juhu. Und es war halt so ein hartes und so ein trauriges Ende und dann doch irgendwie hoffnungsvoll, weil am Ende sieht man nichts, am Ende ist ja immer nur so ein Warten und ein Zögern. Und das fand ich dann in der Hinsicht auch eine mutige Lösung, mit den schwindenden Ressourcen dann das zu machen. Aber ja, ist natürlich dann auch für viele Leute schwierig. Du wolltest was sagen. Ja. Genau, vielleicht hat es mit der Komplexität da drin zu tun. Im Mass Effect über drei Teile trifft man ja tausende Entscheidungen und tausende Dinge, die aufgebaut werden, hat man ja auch manchmal in Serien, die länger laufen. Also ihr werdet euch an Lost erinnern. So ein Ding nach dem anderen, oh mein Gott, was kann jetzt passieren? Das ist jetzt mein Schmerzmoment. Wieso? Das Ende zu erfahren? Weil es so furchtbar ist. Es ist ja wirklich billig. Also das war ja wirklich faul. Also das ist ja der Klassiker. Ne? Ich glaube, ich brauche jetzt Lost niemanden zu spoilern. Es war ein Traum. Dürfen wir jetzt auch Serien spoilern? Eigentlich er hat es ja schon gesagt. Ich habe schon gesagt. Ach so, es musste einfach raus. Also sorry, wer jetzt anfängt, jetzt mit Lost zu gucken, der hat vorher auf jeden Fall irgendwie weit unterm Stein gelebt. Das hat man mitbekommen, ob man will oder nicht. Bei Romeo und Julia sterben sowohl Romeo als auch Julia. Krass. Achso, wer noch neu dazugekommen ist, davon gibt es einen roten Knopf. Wenn es irgendwas gibt, das ihr auf jeden Fall nicht hören wollt, könnt ihr diesen Knopf drücken und dann piept es sehr laut. Genau. Ihr müsst nur schneller sein als unser Gelabere. Aber ja. Genau, und wenn ihr selber Spoiler habt, die ihr mit anbringen wollt, gerne mit auf die Bühne. Wir haben hier noch eine Fritz-Cola für euch. genau, jetzt fällt mir nur gerade auf, weil wir jetzt gerade einmal ganz lange über das Ende von Mass Effect 3 geredet haben. Spoiler sind ja immer irgendwie entweder mitten so an so einem Turning Point in der Geschichte oder halt ganz am Ende, und es ist wirklich so ein Cliffhanger. Ja, und das Ende kann, das ist gut, warum packt man die ans Ende? Könnte halt sehr faul sein, aber richtig geil ist, wenn die Spoiler, die Twists ganz am Anfang kommen. Aber dann hat man ein anderes Problem. Aber ist es dann ein Spoiler, weil sozusagen, sagen wir jetzt mal, 60% der Spielenden spielen die ersten 3 Stunden. Das ist immer so mein Standard-Spieldauer, ab dann verliere ich irgendwie Interesse. Ist es dann wirklich ein Spoiler, wenn es innerhalb der ersten 3 Stunden ist? Du hast dein Werbeproblem dann, glaube ich. Das, wenn du das nicht verraten möchtest, dass das Spiel eigentlich was anderes ist, also nach 3 Stunden dann, also man stelle sich vor, man wechselt den Charakter zwischendrin plötzlich und spielt jemand ganz anders, als den man dachte, den man die ganze Zeit spielt. Das ist dann, wie bewirbt man sowas? Wird dann, glaube ich, sehr schwierig. Ist ja vielleicht auch eine Sache von, wo im Spiel man etwas erfährt. Also ich muss nur gerade an Returnal denken. Man sozusagen wiederholt und wiederholt und wiederholt ja immer die gleichen Sachen, aber man wächst ja daran. Und so langsam aber sicher deckt sich das ja auf. Ich habe das jetzt selber nicht gespielt, ich habe nur Leute darüber reden hören, ich habe ein paar Let's Plays davon gesehen. Aber ist dann ja auch die Sache von, wie lange braucht man, um zu sozusagen diesen aufdeckenden Momenten zu kommen? Sozusagen speedrunnt man jetzt das dahin? Oder nimmt man sich wirklich die Zeit und macht so immer 100%, bis man dahin kommt? Ist halt auch die Frage. Ja, das ist sofort natürlich an ein Beispiel gedacht, aber ich würde schon gerne den nächsten. Es liegt so vor uns. Ich bin sicher, dass es auf jeden Fall. Es sei denn, es gibt wieder jemanden aus dem Publikum, der direkt auf die Bühne springen möchte oder im Twitch-Chat und noch einen Spoiler verraten möchte. Ich mache ganz langsam und dramatisch, damit ihr euch das kurz noch überlegen könnt. Sehr gut, dann machen wir damit erstmal weiter. Okay. Und es geht um Red Dead Redemption, aber erster Teil. Oh Gott. Aber krass, wirklich, Red Dead Redemption noch nicht gespielt. Wann ist das Ding erschienen? Red Dead Redemption 1. Nun gut, dann rückt ihr den auf jeden Fall ein bisschen näher, wenn wir probieren, darüber zu erzählen. Und ohne zu spoilern, was, dann das wird jetzt musst du auch zwischendrin drücken. Ich glaube, es wird jemand erschossen.
Das könnte durchaus schon irgendwie was damit zu tun haben. Die Frage ist natürlich, wir sagen natürlich nicht, wer erschossen wird. Aber ein Mensch. Blonder Mann. Ja, jetzt wird fröhlich rumgeraten. Auf jeden Fall kann man, glaube ich, also das, was man ja verraten kann, ohne jetzt großartig zu spoilern, ich meine, das ist ja sehr western. Worum geht's denn überhaupt? Inspiriert. Was? Müssen wir die Red Dead Redemption erklären? Wir haben doch letztes Jahr Red Dead Redemption 2 gespielt. Ja, aber wir sind im Multiplayer einfach einen Spaziergang gemacht durch die Wüste. Und das ist alles, was ich von diesem Spiel kenne. Ich habe nur den Online-Modus gespielt. Weil du hast es auch gespielt, sonst könntest du jetzt sehr kreativ erzählen, worum es jetzt nicht gehen könnte. Ich habe es nicht gespielt. Nee, okay, dann erzähl mal die Geschichte. Was also, es geht um einen Mann, Arthur Morgan. Der ist auch im ersten Teil. Weiß ich nicht. Das ist der zweite Teil, dachte ich. Also in irgendeinem von den beiden Teilen gibt es einen Mann namens Arthur Morgan. Und der hat Pferde. Und als ich ihn gespielt hatte, hat er ein richtig hässliches Pferd. Und das ist die Geschichte vom ersten Teil. Ja. Die Suche nach dem hübschen Pferd. Ja. Okay. Ihr seht, wir haben es irgendwie geschafft, drumherum zu eiern. Nein, was ich nur sagen wollte, weil das so Western inspiriert ist, gibt es natürlich dramatische Szenen, wenn man jetzt so an klassische Western-Filme denkt, ne, von Sergio Leone. Die auf jeden Fall in dem Stand-off sehr gut ausgearbeitet werden. Das Finale von Red Dead Redemption 1 ist ein Stand-off, oder? Könnte das eventuell schon das Ding sein? Ich weiß es nicht, ich darf es ja nicht verraten. Es ist ja auf den Buzzer gedrückt worden, aber eventuell... Es wird sicherlich auch eine Postkutsche überfallen. Das machen die doch auch mal gerne. Ich glaube, dass das irgendwie... Und sie reiten nach Westen. ...nicht friedlich ausgegangen ist, sondern irgendwas mit Gewalt und Schießereien zu tun hat. Darauf könnte man durchaus schon kommen. Okay. Haben wir es gerade noch geschafft oder haben wir euch jetzt alles versaut? Es geht noch. Okay. Dann. Na gut, na gut. So. Na gut, dann ziehe ich auch nochmal. Okay, was haben wir hier? Es gibt einen Spoiler, von dem ich wirklich hoffe, dass du den kriegst. Oh, es ist der. Wirklich? Ja. Also, das Spiel ist Among Us. Damn, ich dachte, er kommt später. Ich dachte es auch. Ja, schade. Wie spoilert man Among Us? Ja, was ist der Spoiler hier drin? Also Among Us, für die, die das nicht kennen, ist ja dieses Spiel, wo man im Weltall in einer Raumstation umherläuft. Nicht zwangsläufig eine Raumstation, aber oft eine Raumstation. Und viele Figuren sind so eng in Raumanzügen bepackt, dass man sie eigentlich nicht mehr erkennen kann vom Gesicht her. Die haben einfach nur Farben. Und weil die jeden Morgen früh aufstehen und sich halt diese Anzüge random anziehen, weiß man immer nicht, wer in diesen Farben da eigentlich drinsteckt. Und manchmal sind es auch Personen, die in diesen Anzügen gar nicht erst drinstecken sollten. Okay. Und normalerweise muss man halt so eine Raumstation am Laufen halten über verschiedenste Techniken, ne, Schieberegler, irgendwas, Fische füttern, keine Ahnung, Dinge, die man halt so tun muss. Und manche Leute probieren das aber... zu sabotieren. Das ist natürlich sehr schlecht. Und es gibt eine Person, wenn man das mit der spielt, dann ist die immer diese Person, die alles kaputt macht. Und der, das ist so doof, wie soll ich das jetzt ankündigen? Lies es einfach vor. Lies es einfach vor. Hier steht einfach, Matt ist der Impostor. Genau. Wir haben uns eigentlich gedacht, dass wir dir noch so eine Luftschleuse hier bauen auf der Bühne, aber das war. Ich stecke mich an meine Lüftungsschacht. Ja. Bisschen schwieriger hier von der Umsetzung, aber ich meine, das ist ja auch ein interessanter Punkt von Spielen, mit denen eigentlich selbst Story geschrieben wird, ohne dass da Story vorgegeben werden. Und auch das sollte nicht gespoilert werden. Das ist ja etwas, was herausgefunden und besterweise verdeckt wird, weil an sich ist ja der Sinn von Among Us, dass die Imposter nicht gefasst werden. Das stimmt. Aber wenn sowas häufiger passiert, dann enden die Runden trotzdem sehr schnell für mich, weil alle der Meinung sind, dass dieser Spoiler stimmt. Also vielleicht ist Matt gar nicht der Imposter. Wir haben eine Meldung. Wir haben ein Mikrofon. Eine Wortmeldung. Oh. Eine Spoiler-Meldung. Muss ich schon hinsetzen. Ja, ihr müsst mich schon einladen. Ja. So. Also ich kann ja nicht einfach auf die Bühne stehen. Aber zweite Mal, das ist schon keine Einladung. Ich bin jetzt einfach mal wieder hier. Ja, du bist wieder hier. Ich hoffe, es. Aber du hast schon getrinkt. Du kriegst nicht noch eins. Ich hoffe, ich bin noch nicht der Typ, der nervt. Niemals. Aber ich musste jetzt eben gerade daran denken, an irgendwelche alten Spiele, die so richtig alt sind. Da einen Spoiler zu verkünden, das würde mir jetzt auch nochmal Spaß machen. Das ist eigentlich ein total banaler Spoiler, weil er schon sehr früh im Spiel auftaucht, sozusagen. Kommt einfach das mit einem knüpft neuen Spoiler an eure Diskussion ja, okay. an, ne, ob das jetzt ein Spoiler ist oder nicht. Und zwar denke ich an Half-Life. Okay. Und ich möchte jetzt spoilern, das Experiment geht schief. Nein. Wow.
Das nicht ist schlecht. Der Spoiler. Ja, ja. Genau, und daran musste ich eben gerade irgendwie denken bei eurer Diskussion, weil ja ganz am Anfang bei Half-Life läuft man da ja einfach rum irgendwie, ne, und ist da so ein Forschungsassistent und ist da in diesem tollen unterirdischen Komplex. Ist ja eine unheimlich geniale Welt, eine tolle Atmosphäre und so. Ist ja da auch schon, ja, ist da schon viel drüber diskutiert worden. Und dann kommt man zu diesem Experiment und denkt, ja, dann schiebe ich mal den Karren dahin. Ach ja, und jetzt das Plutonium in diesen super Laserstrahl oder was auch immer man da machen muss, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber ich sage es euch, es geht schief. Und ja, und ab da geht noch einiges anderes schief, kann man so sagen. Ja, danke für den Spoiler. Das macht sehr viel Spaß. Ja, danke. Ja. Tatsächlich relativ schnell am Anfang. Ich meine, ja. Es wäre schwierig, Half-Life zu bewerben, ohne jetzt irgendwie darauf einzugehen, dass irgendwas furchtbar schief läuft und das jetzt nicht kein Laborsimulator ist. Ist aber auch die Frage sozusagen, an welchem Grad des Details ist es ein Spoiler? Wie gesagt, wenn ich jetzt sage, bei Red Dead Redemption wird jemand erschossen, ist das schon ein Spoiler? Ja, deswegen, wenn ich jetzt sage, piep, wird erschossen und dann gepiept ist dann die Person, ich weiß ja, ich kenne da niemanden, Arthur Morgan wird erschossen. Genau. Ja, bei Half-Life ist ja besonders gemein, dass er in mehreren Teilen erschienen ist und es einfach mit Episode 2 aufhört von 3 geplanten. Und am Ende, ich erzähle ein bisschen langsamer, am Ende von Episode 2 in Half-Life 2 ist es natürlich so, dass man mit 2 Charakteren und perfekt abgepasst. Und der Charakter mit dem Namen Piep ist nicht, vielleicht nicht so wichtig anscheinend. Genau, Ellie, einer der Charaktere, wird ja am Ende, soll ich weiter erzählen oder? Ich finde das jetzt lustig. Er hat keine Kraft mehr zum Piepen, ich glaube jetzt. Also Ellie wird ja am Ende ist doof, wer jetzt Lippen lesen sehr kann. Gut. Wenn du jetzt weiterredest, dann hören wir zumindest, was es ist, aber er nicht. Fantastisch. Und das Ding ist ja, dass es ein Teil danach gibt, nämlich Half-Life Alyx. Und in Half-Life Alyx ist ein Titel, den weniger Leute gespielt haben. Aber jetzt kann ich meinen Spoiler auspacken, weil habe. Ihr wollt doch keine Spoiler für Half-Life Alyx verpassen. Doch. Oh, doch. Oh, doch. Was? Oh, doch. Hat das noch jemand vor zu spielen? Ja. Ich will die Bier-Animation sehen. Dann verrate ich nicht komplett. Aber in Half-Life Alyx geht es ja um Alyx. Man spielt Alyx, diesen Charakter. Ja, es ist jetzt noch kein Spoiler. Es ist noch kein Spoiler. Und hat man nur ein halbes Leben. Und es spielt vor der Zeit von den anderen Episoden, die man gespielt hat. Ja? Und was man ja seit Episode 2 möchte, ist, dass diese Geschichte... Danke. Das ist doch kein Spoiler, wenn man möchte, dass die Geschichte weitergeht. Ja. Nun gut. Es ist aber es gibt genügend Chancen zu bassern. Am Ende von Half-Life Alyx. Er gibt aber auch einfach nicht auf, ne? Aber gut, dass es niemand nah am Bassern. Ich umschreibe. Am Ende davon gibt es einen Link hin zu der Episodengeschichte, die tatsächlich nochmal einen Ausblick gibt auf Episode 3. Und das ist mein persönliches Highlight und der größte Spoiler. Da darfst du gern buzzern. Am Ende von Half-Life Alyx 2 man ein musst du schon gedrückt halten. Nee. Das geht nicht. Für Comedic Effect. Ah, okay, also, dann kriegen wir das nicht ja, hin. Ja, jetzt mach doch. Nee, das jetzt also am Ende von doch Half-Life nicht. Alyx, da spielt ja, gut, man nicht mehr Alyx. Okay. Ich glaube, jetzt können wir es langsam gut sein lassen. Das war schmerzhafter Spoiler. Aber ich habe nicht genug mitbekommen, um mir das zu verraten. Man weiß es nicht, was es genau bedeutet, aber es ist fantastisch. Da ich immer noch nicht weiß, worum es bei Half-Life geht, geht es mir super. Habe ich den letzten gezogen? Nee, Rahel, du bist dran. Hm. Stimmt. Okay. Na, Matt war doch der Impostor eben. Habt ihr den Chat im Auge behalten? Ja. Gut. Oh, wir haben einen Spoiler zu The Raven, Vermächtnis eines Meisterdiebs. Mhm. Gibt es hier irgendwelche Piepbedürfnisse? Falls ihr im Chat habt es ja schon gesehen. Der Dieb ist der vermeintliche Polizist. Okay, krass. Ich weiß tatsächlich nicht mal, worum es geht. Um einen Meisterdieb und sein Vermächtnis. Danke, Columbo. Das hätte ich jetzt auch rauslesen können.
Das aber Vermächtnis, ich kenne das Spiel tatsächlich nicht. Das meiste Diebes. Ja, nee, das Spiel, es geht halt darum, dass wir spielen keine Menschen in diesem Spiel. Wir sind ein, ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt, Murder of Crows, eine Gruppe von Krähen. Okay. Ja, und diese Krähen in diesem Spiel ist es so, wir sind halt eine davon. Und die Gruppe von Krähen ist deswegen berühmt, weil wir sind alles Meisterdiebe. Diese ganzen Krähen irgendwie und im ganzen Spiel fliegt man immer in irgendwelche Fenster rein, probiert Dinge zu stehlen und wir sind halt nicht besonders gut da drin. Aber eines Tages finden wir die Krähe, die das am besten kann, leider tot. Okay. Ja, und von da aus nehmen wir das Vermächtnis auf. Das klingt ja relativ nach Anfangsspoiler, oder? Hm? Wobei, Dieb vermeintlicher Polizist ist schon kein Anfangsspoiler, das ist jetzt schon die Auflösung der Geschichte, oder? Ich habe nur gerade eine ganz andere Sache gedacht. Die Krähe ist halt deswegen so gut, weil sie die ganze Zeit von einem echten Polizisten die Infos bekommt, wo sind die ganzen Dinge zu finden. Okay. So, das ist der Twist, deswegen sind wir jetzt... Nun? Deshalb sind wir jetzt gespoilert, ja. Könnte so sein. Ich habe nur gerade gedacht, bevor wir jetzt zu dem gerade gezogenen Spoiler übergehen, ich finde das sehr charmant, wenn Tiere irgendwie so eine Rollen einnehmen und da dann auch irgendwie mit Menschen interagieren. Es gibt nämlich einen Roman, einen Sylt-Roman, wo Möwen einen Mord aufklären, weil ihre Lieblingsfischbrötchen-Budenbesitzerin ermordet aufgefunden wird. Und jetzt habe ich gerade eine sehr schöne Vision von diesen extrem brutalen Sylter Möwen, wie die sich dann irgendwie mit diesen Krähen kloppen. Also... Das wäre auch, glaube ich, ein sehr schönes Spiel. Okay, da wird das nächste Spiel für den nächsten potenziellen Spoiler gebaut. Ja, aber bis was dahin... Was hast du gezogen? Ich habe Doki Doki Literature Club. Oh. Mhm, ja. Ach, so ein Spiel, das steht auch auf der Betretene Liste schon Betretene Stimmung ganz kehrt lang. Ein. Ja. Es wird gerade noch vorsichtig rumgetänzelt um den Buzzer. Ja. Ah. Okay, wie umschreiben wir das als Bestes? Also ich habe es auch nur aus zweiter Hand, muss ich sagen. Ich würde sagen, dieser Spoiler verleiht dem Begriff Save-File eine ganz neue Bedeutung. Das ist tatsächlich noch so mystisch beschrieben, dass man jetzt keinen blassen Schimmer hat, worum es geht. Mhm. Aber alle, die wissen, wissen es. Aber das finde ich... Im Spiel wird es ein Virus geben, der Stück für Stück deine Speicherstände löscht. Hast du jetzt gerade ohne den Leuten die Gelegenheit ja zu geben? Vielleicht ist das so, vielleicht ist es nicht so. Ich kenne das nicht. Okay, so kann man das Buzzer-Ding auch umgehen, indem man es einfach nur ein bisschen davor labert. Vielleicht hat er aber auch einfach nur ein bisschen Quatsch erzählt. Es ist immer noch genug Luft drin, dass man sich dann an sehr viel anderes noch miterinnern könnte. Wie deine Reaktion sagen, verrät, ob das jetzt so ist oder nicht. Ich habe jetzt einfach nur ins Blaue geraten. Ja, alles gut. Wir vergessen das einfach relativ schnell und gehen einfach Ja, wir gehen einfach zum nächsten Spiel. Aber ist das ein Virus, den man daten kann? Gemein. Ich glaube, du machst es gerade nur noch schlimmer, Matt. Okay, ganz, ganz fix, bevor ihm jetzt noch was anderes einfällt, was er jetzt gerade rausplappern kann. Und zwar... sind wir bei Bioshock, erster Teil. Keiner Buzzer, das ist schon keine auch ein Einwände, bisschen keine her. Einwände. Und zwar mit einem schönen Zitat hier. Ist tatsächlich nicht so der krasseste Spoiler, aber man weiß, wenn man das Spiel gespielt hat. A man chooses, a slave obeys. Ist das... Andrew Ryan. Ist das... Nee, warte. Oh, jetzt kannst du wieder fröhlich reinraten, weil du das nicht kennst. Also ich weiß von irgendeinem Bioshock-Spiel, das ganz am Anfang, dass man sich entscheiden muss, unterwürfig zu werden. Und da gab es eine ganze Reihe von christlichen AmerikanerInnen, die so waren, nee, dieses Spiel möchte, dass ich irgendwie meinen Glauben an Gott irgendwie abspreche. Und da haben sie sich geweigert, weiterzuspielen. Und das waren irgendwie in den ersten 2 Minuten dieses Spiels. Okay. Vielleicht war es auch ein späterer Bioshock, es tut mir leid. Wie gesagt, ganz am Anfang zählt vielleicht nicht als Spoiler. Und das war dann halt diese Personen haben es halt nicht über sich gebracht, sich in eine fiktive Rolle zu bewegen und dann halt quasi ihren Glauben abzusprechen, ist weil das man sich halt Leute, der in der Luft spielt vielleicht? Hm? Ist das der in dieser Luftinsel spielt? Okay, es wird genickt. Was ist Bioshock 2? 3. Infinite, oh. Genau, wir sind noch beim ersten Teil. Okay, na gut. Und sorry an alle Leute, die noch die ersten 2 Minuten von Bioshock Infinite nicht kennen. Jetzt kennt ihr sie. Ja, also ne, das
Da kann man ja, es hat ja keiner gebuzzert und ich sehe auch keinen Aufschrei im Chat, so durchaus sagen, dass das Zitat ja schon ein bisschen was verrät. Ne? Und das ist ja gleichzeitig das Interessante, dass es bei dem Spiel, wie man oft so irgendwie bei Spielen doch die Illusion hat, dass man freien Willen selbst entscheidet, was man da gerade tut, welchen Weg man geht. Und genau das ist ja die Krux am ersten Bioshock-Teil, dass es eben dann am Ende rauskommt, nee, alles, was du getan hast, war jetzt nicht freiwillig und deine freie Entscheidung, dein freier Wille, sondern das Ganze war eher ein bisschen sklavisch durchgezogen. Ist schon auch ein epischer Showdown, aber man muss auch sagen, ich konnte mich da an keine Story erinnern, die das irgendwie so gemacht hat, zumindest nicht im Videospielbereich. Damals war das noch neu. Also ich hätte gedacht, so Bioshock, da geht es um diese kleinen Kinder, die man da findet und die man dann... War das nicht der erste Teil, die man dann... Es ist immer schön, wenn man uns zuhört, wie wir rumrudern und versuchen, Titel zu beschreiben. Irgendjemand ist doch der Vater von jemand anderem. Ist das nicht der Vater? Ja. Oh, sorry. Gibt es da mehrere nicht von? Nur diese riesen Maschinen, die da rumlaufen? Ja. Big Daddy haben wir gerade aus der Runde gehört, genau. Ja. Also das ist ja schon auch mit ein Spoiler im Spiel, weil man später erfährt, ich habe eine Person, die nicht gebuzzert hat, ja, gespoilert. Nee, also das ist ja dann kein Spoiler, weil ich weiß tatsächlich nicht, wie das Ende dann damit ist. Ich habe auch nur den Anfang gespielt, aber man hat ja beständig diese Entscheidung, ob man diese kleinen Kinder jetzt für sich opfert oder ob man die rettet. Aber welche Konsequenz das hat? Spoiler des Spiels ist dann so zu verraten, was es jetzt mit diesem Mädchen zu tun hat. Aber das hängt da zusammen, irgendwie mit dieser Unterwürfigkeit oder wie? Weil das klingt so nach komplett unterschiedlichen Dingen. Aber die Sache ist doch eigentlich die, wenn wir ein Spiel spielen, entscheiden wir dann überhaupt wirklich frei? Weil eigentlich sind wir doch in die Entscheidungsmöglichkeiten des Spiels eingebunden. Also jetzt wird es hier ein bisschen pseudo-philosophisch. Nicht nur pseudophilosophisch, das ist sehr philosophisch. Zwingt dich jemand, den Controller zu benutzen? Sind wir nicht alle irgendwie Sklaven unseres Willens? Ja, ich werde gezwungen, den Controller zu benutzen, wenn es keine gute Keyboard-Maus-Einbindung gibt. Ja, gut, das ist sehr praktisch. So schnell kann das funktionieren. Aber ich glaube, bei Bioshock kommt bei uns jetzt hier kein weiterer Aufschrei mehr, denn ich werde kein Bioshock. Aber was steht da? A Tale of Brothers, Two Sons. Brothers, A Tale of Two Sons. Ja. Tolke, da brauchen wir jetzt noch mal ein bisschen mehr Info zu, es sei denn, im Publikum gibt es Einwände zu Brothers, A Tale of Two Sons. Ich habe tatsächlich das Spiel so weit gespielt, dass ich genau vorm Ende aufgehört habe. Moment, also du hast es so weit gespielt, dass du nicht zum Ende und zu dem Spoiler gekommen bist? Anscheinend. Okay, das es ist gibt eine noch Leistung. Einen dritten Sohn. Das wäre witzig. Genau, aber es geht um die kranke Mutter, soweit ich weiß, oder Vater oder irgendjemand. Irgendjemand ist krank und die zwei Brüder müssen losziehen, um ein Gegenmittel zu besorgen oder irgendwas. Weiß ich nicht. Und dann läuft man los zu zweit und probiert, durch so eine Fantasy-Welt durchzukommen. Vielleicht muss man zu einer Hexe oder so. Das klingt sich auf jeden Fall sehr genau. Aber akkurat. Was wäre denn jetzt der Spoiler, den du da vermuten würdest, wenn du so kurz davor warst? Das ist so krass. Ich würde da gar keinen Spoiler erwarten. Das ist dann, man bekommt das Gegenmittel und dann ist gut. Aber das ist jetzt auch schon eine Weile her, dass ich das gespielt habe. Das ist jetzt kein dramatischer Twist, oder? Vielleicht. Krass wäre das. Ich weiß, jetzt haben wir es gerade reingeplappert. Ich weiß, ich habe es auch nicht gehört. Wer stirbt? Lass mich das kurz noch fertig machen, weil ich weiß, die Leute, die das Spiel gemacht haben, haben danach noch ein anderes Spiel gemacht, wo man aus einem Gefängnis gemeinsam ausbrechen muss, was fantastisch gewesen ist. Und auch da ist es so, dass man gemeinsam agiert und dann am Ende aber plötzlich, das wäre vermutlich wieder ein Spoiler, gegeneinander. Und hier, wenn ich einen Spoiler vermuten würde, wäre das tatsächlich, dass es auch hier ungefähr der Fall ist. Also, dass die Brüder sich gegeneinander wenden. Man spielt die ganze Zeit im Korb und am Ende halt nicht mehr. Das wäre schon irgendwie interessanter, wenn man das selbst dann steuern würde, dass man gegen sich selbst, das ist ja das Spielprinzip, was man mit den Twin Sticks die einzelnen Figuren steuert, die beiden. Oder wenn es kein Kampf ist, man muss sich gemeinsam entscheiden, wem man da lässt bei der Hexe oder so. Beyond Two Souls wird da doch gut eingebunden werden. Da geht es ja auch um... Aber bevor wir jetzt hier, wir müssen jetzt natürlich spoilern, das wäre jetzt nicht die dramatische Einmal kurz ein uninformierter Spoiler zu Beyond Two Souls. Das David Cage Game? Ja. Ja? Nein? Okay. Es hat jetzt noch niemand geschrien. Wenn ich mich richtig erinnere, es ist sehr lange her, dass ich dann Let's Play zugeguckt habe, aber man hat ja auch die ganze Zeit irgendwie einen Geist, ein Wesen, was einen begleitet, mit dem man ja auch quasi im Koop spielt. Und dann stellt sich ja ganz am Ende heraus, dass diese Schnur, mit der man halt mit diesem Wesen verbunden ist, dass es die Nabelschnur ist und dass es nämlich der Zwilling, der in Utero gestorben ist. Oh.
Das ist gut. Eigentlich, dass du, genau, das ist jetzt auch ein sehr dramatischer Spoiler, den du verraten hast. Im Chat haben wir noch zu Tale, ne? Genau, die Auflösung zu Brothers of Tale of Two Sons ist, man spielt die ganze Zeit auf einem Controller zwei Leute, die beiden Brüder. Und leider stirbt der Jüngere und dann ist man mit diesem Controller sehr allein. Was gleichzeitig auch sehr klug ist, weil es ins Gameplay und die Steuerung übersetzt ist. Das heißt, dieser zweite Stick bleibt dann halt einfach ohne Nutzen und ohne Funktion. Sehr dramatisch. Wie, aber was macht man dann mit der zweiten Person? Die spielt dann nicht mehr mit. Ist tot. Ist tot. 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 Ja. Aber ja. Man hatte einen Stick mehr frei. Man konnte es an einem Controller spielen, nämlich, glaube ich. Man hatte den einen Controller in der Hand. Hättest du auch zu zweit an einem Controller spielen. Aber kann man jetzt zu zweit eine Person steuern und die eine kann die Kamera endlich mal ordentlich einstellen? Das ist genau Matt, wieder das praktische Kalte, was du damit denkst. Wir sind wieder beim Inventar. Ja, wirklich. Aber mir ist eben gerade, weil wir jetzt über Krankheit geredet haben, mir ist noch ein Spoiler eingefallen. Yeah, und Krankheit. Zwar Pathologic 2. Oh, ich liebe es so sehr. Ja. Da habe ich jetzt keine Ahnung von, da könnt ihr mir jetzt alles erzählen. Da auch einmal vorab, ich habe da einen sehr tollen Video-Essay zu gesehen von der YouTuberin Sul Matul. Kann ich höchstens empfehlen, das ist irgendwie so 4 Stunden lang und ich gucke das einmal im Quartal. Das ist irgendwie so mein Comfort-Media. Das gleiche Video? Ja, es ist richtig gut. Also sie kann das richtig gut vorlesen und sie hat irgendwie, sie macht so ein bisschen Russisch. Ja, so die Namen und sie ach so. Sie macht das alles ganz toll. So, auf jeden Fall, die Sache ist die, man kommt ja in dieses Dorf und man soll quasi die Pest lösen, Pest beheben. Die Ausbreitung davon auf jeden Fall. Die Ausbreitung der Pest eindämmen. Und man lernt im Laufe des Spiels, dass wirklich immer weiter und immer weiter immer härter wird. Man muss wirklich super schwierige Entscheidungen treffen von, opfer ich jetzt dieses Kind, damit ich quasi jemand anderen mit vielleicht einer politisch höheren Stellung quasi am Leben lassen kann. Ich muss jetzt hier irgendwie ein Heilmittel erstellen, aber dem fallen dann andere Leute zu Opfer. Und ganz am Ende entdeckt man sozusagen den Ursprung dieser Pest und des ganzen Unglücks. Dann steht man vor einer großen Entscheidung. Es ist quasi, lässt man sozusagen die Pest in der Welt, weil diese Entscheidung tatsächlich, es klingt sehr widersprüchlich, aber letztendlich das ist, was mit dem ursprünglichen Ziel und dem Erhalt der Stadt übereinstimmt. Oder sozusagen behebt man diese Pest, wird man diese Pest los, aber verliert dann quasi die UreinwohnerInnen dieses Ortes. Und das ist eine wirklich große und sehr schwere Entscheidung. Und als ich das erste Mal dieses Video gesehen habe und das dann auch gehört habe. Ich habe wirklich tagelang daran denken müssen, weil ich einfach dachte, der Sinn dieses Spiels ist wirklich einfach nur, du musst halt irgendwie überleben, du musst irgendwie Leute gesund halten, du musst irgendwie eine Rettung finden. Und am Ende davor zu stehen und zu hören, ja, die Rettung ist halt nicht so einfach, wie du es haben wolltest. Die Rettung, ja, hat halt eine extrem große Schattenseite. Und vielleicht ist es tatsächlich die bessere Lösung, dass du einfach der Stadt, deiner Heimatstadt, der sozusagen, wo dein Vater verstorben ist, dass du ihr den Rücken zukehrst und einfach weiterziehst, dass das vielleicht sogar in mancher Augen eine bessere Lösung ist. Das fand ich schon krass. Das ist so gut, irgendwie, ja. Weil das Spiel sagt dir von Anfang an, es ist besser, nichts zu tun. Ja. Also man kommt in diesem Dorf an und das Spiel, also wer das nicht kennt, das funktioniert sehr auf einer Metaebene. Es ist wie ein Theaterstück gemacht. Nachts geht das Licht so aus und ein Scheinwerfer strahlt herunter und man bekommt eine kryptische Theatervorführung. Und es gibt eine Person, die immer wieder zu einem kommt und einem Tipps gibt, wie man dieses Spiel gut spielen kann. Ja, und die sagen, ach so, weil die Zeit beständig abfließt, also man kann auch einfach dastehen und die Story würde trotzdem weiterlaufen. Und man bekommt ständig gesagt, spiel dieses Spiel nicht. Bleib einfach stehen und lass alles passieren, wie es passiert. Das ist ja cool. Ja. Also es ist eine sehr valide Option anscheinend, genau das zu tun. Ja. Aber ist das dann wirklich ein Spoiler? Ich meine, wenn es am Ende auf eine Entscheidung hinausläuft und das Spiel eigentlich ja von Anfang an genau das sagt, was passieren soll? Es ist halt eine andere Entscheidung. Es ist letztendlich die Entscheidung, einfach wegzugehen, wird dir so nicht geboten, du, also schon gewissermaßen, aber du musst dich trotzdem für die eine Fraktion oder für die andere entscheiden und du musst dann auch quasi mit Fraktion? Den, naja, sozusagen die, sozusagen das Steppenvolk oder halt sozusagen die in Stadt. Industrialisierungsstadt, ja, okay. Genau, also würde ich jetzt als Fraktion spannend sehen oder okay, als Parteien. Weil sie ja nicht was immer einer Meinung sind. Ich dachte, es geht noch um so eine Metaebene dann. Ja, die Metaebene kommt halt auch erwartet mit rein, aber ich finde halt sozusagen dieses konkrete Entscheiden zwischen diesen Parteien, ist halt vor allem
mit der Rolle, die du halt als Sohn des Stadtarztes einnimmst. Ist halt eine spannende Sache. Ja. Ich würde also jetzt nur. Achso, ich hätte jetzt gesagt, wir machen gleich noch einen Spoiler hier abschließend, weil die Zeit rennt auch voran. Oh. Und, Na gut, ja, ich hätte noch einen milden Spoiler für Pathologic 2, weil das ist der, der mich immer überzeugt hat, dieses Spiel zu spielen. Wenn man stirbt, verliert man immer eine Fähigkeit von sich. Ja. Und diese Fähigkeiten können sehr wild sein. Es kann eine Fähigkeit sein, wie du verlierst die Fähigkeit, andere Menschen zu umarmen. Und man wusste gar nicht, dass man diese Fähigkeiten hatte. Okay, das noch auf dem Weg. Das macht ja auch toll. Ein bisschen Lust auf das Spiel jetzt, ohne groß was vorherzunehmen. So, letzter Spoiler. Ich finde, oder vorletzter. Ich glaube, wir können jetzt gleich so ein richtiges schönes Spoilerfeuerwerk machen, damit wir auch möglichst viele Gefühle verletzen jetzt am Ende. Und es geht um Metal Gear Solid. Oh. Metal Gear Solid, irgendjemand? Das ist auch schon so lange her, das müsstet ihr wissen. Denn what? Welcher Teil? Da wird gewunken. Es wird gewunken, das ist noch kein Buzzer. Der Buzzer liegt hier vorne. What Miller ist Liquid Snake. Ja. Heißen die nicht alle Snake? Das ist natürlich auch etwas, was man auch gerne mal durcheinander bringt, weil das einfach irgendwann sehr, sehr diffus und sehr verwirrend wird. Aber Liquid Snake ist in Teil 3, glaube ich, oder? Weil da ist so Wasser und Schlangen. Also es gibt Liquid Snake, Solid Snake, gibt es auch Gas Snake? Alle drei? Das ist jetzt genau die Frage, die wir jetzt herausfinden und spoilern können. Aber ich würde sagen, weil hier, glaube ich, in der Runde auch jetzt keine Metal Gear Solid Freaks sitzen, würde ich jetzt sehr viel rudern, wenn ich jetzt anfange zu erzählen. Wollen wir noch ein kleines Spoiler-Feuerwerk am Ende nochmal raushauen? Ja. Oh, wow, ja. Nochmal die letzten ganz schnell raushauen, damit die Leute nochmal richtig die Gelegenheit haben. Wenn sie viel vorbereitet haben. Na gut, muss man schneller buzzern. Okay, Batman Arkham Knight. Das ist der dritte Teil der neueren Teile und dies. Das finde ich tatsächlich relativ krass, das wusste ich nicht, interessant. In den Batman-Teilen spielt man ja normalerweise immer Batman und läuft halt durch, im ersten Teil irgendwie durch das Asylum, im zweiten Teil durch die Stadt, im dritten Teil weiß ich nicht, weil ich nicht gespielt habe, aber vom Titel her habe ich gedacht, Batman Arkham Knight, man ist halt irgendwie aufgemotzter in einem riesigen Armor-Suit und läuft da rum, aber anscheinend ist es so, Robin ist der Arkham Knight. Wir sind überhaupt nicht Batman. What? Ich meine auch das, ne? Da denkt man vielleicht gerade gar nicht so an komplexere Geschichten, aber ich meine, es ist ja alles eine Comic-Vorlage, da wird schon dramatisch. Zelda, Ocarina of Time. Klassiker. Wenn man eine bestimmte Melodie macht, hat man das Spiel sofort gewonnen. Ja, das ist... Nein. Oh, wow. Shaik ist Zelda. Wer? Shaik. Chic. Charakter, die sich am Anfang sehr maskiert und ist das Mysterium. Man merkt, dass ich nur Phantom Hourglass und Spirit Tracks gespielt habe. Wow. Genau. Bei uns ist es Shaik. Mhm. Okay, das ist verrückt. Okay, ich habe meinen aufgemacht und das wird natürlich sehr philosophisch, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. Nier Automata, der ist jetzt auch schon ein bisschen her. Aber man kann es relativ diffus halten, indem ich jetzt einfach sage, New Game? Fragezeichen. Oh, ja. Das ist nämlich zum Beispiel auch so ein Spoiler. Ich habe das Spiel nicht gespielt. Ich habe auch keine Pläne, das Spiel zu spielen. Aber ich habe von diesem Spoiler gehört und ich habe mir ein Video dazu angeguckt. Deswegen kenne ich den Spoiler jetzt. Und wie auf dramatisch hältst du ihn? Ich finde das krass. Also ich finde das sehr cool, aber ich finde das auch krass. Okay. Genau. Ich habe nämlich gleich auf jeden Fall den Abschluss-Spoiler. Ich habe nämlich einen sehr guten. Oh Mann, ich auch. Also Life is Strange. Ja, der erste Teil, da geht es ja darum, dass jemand ermordet wurde und man muss herausfinden, wer ermordet wurde. Und hier steht drauf, wer der Mörder ist, nämlich es war der Lehrer. Ja, Mysterium gelöst, ihr braucht es nicht mehr zu spielen. Und womit beenden wir das Ganze? Ich wollte nur gerade sagen, das war beim Replay, ich habe das jetzt letztens angefangen zu replayen. Und weil ich das wusste, dass der Lehrer das war, war der gleich 10-mal gruseliger. Weil anfangs war er nur schmierig und dann ist er echt unangenehm. So. Gutes Beispiel für Wiederspielwert. Und ich habe jetzt den abschließenden Spoiler von Portal. Oh, Das wird sehr schmerzhaft jetzt. Und das ist nämlich, the cake is a lie. Ich würde sagen, hier brechen einige Träume und Vorstellungen. Das ist wirklich sehr dramatisch. Ich weiß, ihr seid hinter dem Kuchen her in dem Spiel, aber... Ich habe bis zum Ende noch dran geglaubt. Ich dachte auch, es wird noch irgendwo ein Kuchen. Ja.
kommen. Manchmal sind es auch die Grundbedürfnisse, die einen am meisten treffen können. Aber gibt es den Cake nicht auf einer Meta-Ebene ganz am Ende, wenn die Credits laufen, so in ASCII-Code, kommt doch noch ein Cake, oder? Ist das ein Spoiler zu einem Spoiler? Spoiler auf dem Spoiler, quasi die Kirsche auf dem Spoiler-Kuchen, die wir jetzt hier draufgehauen haben. Und damit sind wir tatsächlich am Ende hier angekommen. Ja, Punktlandung, würde ich sagen. Wir haben einige Spoiler rausgehauen. Mein Gott. Und wir sind natürlich hier mit dem Programm nicht durch. Hier ist die dramatische Spoiler-Show zu Ende, aber ich darf hier auf diese zwei wunderbaren Menschen verweisen, die euch gleich in einer halben Stunde schon zum nächsten Showpunkt hier begrüßen. Was macht ihr heute Schönes? Genau, wir haben heute den Co-op Games Abend und wir spielen 12 Minutes. Ja, 12 Minutes ist ein Spiel, in dem man 12 Minuten in einer Wohnung verbringt, in der sich dramatische Ereignisse abspielen und die führen sehr schnell zu dem Game Over, wenn man das falsch macht, aber man kann sehr viele Dinge ausprobieren und wir wollen das probieren mit Hilfe des Publikums, dem Twitch-Chat und den Leuten im Play Valley gemeinsam zu schaffen, da irgendwie rauszukommen. Mal sehen, ob wir das hinbekommen. Also bleibt gerne hier im Publikum sitzen, wenn ihr mögt, oder holt euch noch kurz ein bisschen Frischluft, dann geht es ja um 19.30 Uhr weiter. Ihr online im Publikum, sowohl auf Twitch als auch im Play Valley, holt euch gern was zu trinken, macht euch Abendessen und dann setzen wir uns alle ganz gemütlich hin, spielen dann zusammen ein Weilchen von 19.30 bis 20.30 und läuten gemeinsam den Abend des zweiten Festivaltages hier im Jupiter aus. Wir freuen uns und sagen vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Ciao!